Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 58, 59, bin mir nicht sicher, ich glaube 59, von Oxygen Not Included. Ja, wir haben letztes Mal hier bei den Dingens weitergemacht, sag schon, bei den Puffs und müssen gucken, dass wir hier die Tür da, ist es gerade abgeschlossen, ne? Okay, aber ist gerade sogar relativ gut, dass die abgeschlossen ist. Weil es ist keiner dazwischen und wir können es rausholen. Okay, dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir zu, dass wir da das passend umbauen. Ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir hier das alles so hinkriegen, wie wir das brauchen. Die Schleuse ist ja richtig. Die Tür ist auf, damit die Sauerstoff kriegen. Das ist auch wichtig. Diese Tür können wir eigentlich zerlegen jetzt, wenn diese da aktiv ist. Dann passt das ja erstmal alles. Jetzt müssen wir nur gucken und aufpassen, dass die nicht abgeschlossen ist, weil das war ja irgendwas mit dieser Automatiktür, was mir der Mordrak, glaube ich, geschrieben hatte. Luftschleuse machen wir mal auf 9, damit die losgeht. Ne? Und dann müssen wir gucken, dass die Luftschleuse auch Strom hat, weil das ist auch, glaube ich, wichtig. Aha, da müssen wir noch einen Anschluss dann machen, dann passt es erst. Okay, das sieht erstmal gut aus. Wie sieht das hier eigentlich aus? Ist das Ding aktiv? Ah ja, da läuft gerade was durch. Wir sehen es. Also da wird dran gearbeitet und ich würde auch sagen, ja, lassen wir auf 5 stehen erstmal, oder? Oder machen wir es auf 6? Vielleicht machen wir es auch auf 6. Gut. Wir müssen auf jeden Fall hier unten ja weitermachen, damit wir hier auch schauen können, dass wir hier mehr Platz für die kriegen, ne? Weil da oben sind einfach zu viele momentan drin, würde ich sagen. So, da ist ein Ei, das ist gut. Hier ist noch ein Elektroanschluss. Automatikverkabelung. Zerlegen, abbrechen ist falsch. Das ist schon richtig. Eigentlich können wir hier auch zerlegen dann. Und das können wir auch zerlegen. Die Automatiktür wird ja zum Glück gerade geschraubt. Dann müsste das eigentlich passen, oder? Sollte eigentlich so werden, dass das klappt. Naja, das dauert noch eine Weile, bis der fertig ist. Da oben wird geerntet. Wie ist es mit Essen? 50.000, das reicht. Wir hatten ja den Travaldo, oder wie er hieß, dazu bekommen. Okay, der hat sein Zimmer hier oben schon gekriegt wohl. Das bedeutet auch, dass wir hier vielleicht mal weiter ausgraben müssen. Ja, da. Und vielleicht auch da. Achso, sein Zimmer ist hier, sehe ich gerade. Das ist noch ein Stück höher. Naja, das kriegen wir aber auch noch hin. So, wie weit sind wir hier? Tür ist immer noch nicht fertig. Die Puffs sind da oben. Machen wir hier runter zu. Ich würde erstmal ja sagen, ne? Wie sieht es mit Temperatur hier aus? Da ist es sehr warm. Das bedeutet, wir werden hier isolierte Ziegel mal hinbauen. Vielleicht bringt das ja was, ne? Obwohl, das Ganze ist ja schon ziemlich weit hier warm, ne? Naja, aber das wird schon werden. Dann können wir da aber auch noch graben, damit das da vorangeht. Das passt erstmal. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Okay, die ist noch da, die Pumpe. Könnte man aber auch irgendwann mal umbauen, eine. Lass uns mal zum Sanitär gehen und wir bauen eine neue Handpumpe, die dann ja, hier sitzen muss, wa? Ach, die kann man da gerade nicht hinbauen, deswegen. Okay. Dann würde ich sagen, da er da sowieso gerade reinkriegt und nasse Füße macht, buddeln wir das mal weg. Und buddeln das mal weg. Oh, und da ist doof, dass das da dran ist. Dann können wir das vielleicht auch noch wegbuddeln. Da müssen wir mal gucken, ne? Aber wenn es da schon drin ist, spielt es auch keine Rolle mehr. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen. Vielleicht da auch noch, ne? Okay, da läuft das Wasser da so hin. Hier ist erstmal alles noch gut. Hier, sowas müssen wir hier unten eigentlich auch haben. Wo dann die darüber laufen können, ne? Gitter,
Ziegel. Wie sieht denn der aus? So sieht er aus. Luftdurchlässiger, aber Gitterziegel, verschmutztes Wasser. Aber der sieht doch irgendwie Metallziegel, Plastikfensterziegel, Trockenwand. Ach, ich glaube, das ist doch der hier, ne? Ja, der sieht dann nur ein bisschen anders aus, ist aber wahrscheinlich der gleiche. Dann machen wir das mal so. Hier wird schon rausgebuddelt. Dann können die nämlich hier rüber gehen und kommen dann nachher dahin. Und der muss da unten ja bleiben. Warte mal, hier oben müssten wir eigentlich aufwischen können, ne? Schätze ich mal. Das ist so ein bisschen nur. Und dann ist der die ganze Zeit da drinne unter Wasser. Das ist schon mal sehr gut. Wasser sackt jetzt hier auch tatsächlich ab. Das ist auch gut. Da hat einer ein Level abgehabt. Sieht es mit der Forschung eigentlich aus? Okay, die läuft wohl noch. Ja, jetzt hätten wir es schon fast nicht mehr machen müssen, ne? Aber es ist okay, sag ich mal. Okay, da kommt immer wieder Wasser oben drauf wohl. Aber läuft erstmal. Er kriegt da keine Luft. Wie sieht es denn aus mit Luft? Die sieht wohl nicht so gut aus, ne? Doch, das war schon Sauerstoff. Oh, hier fehlt es irgendwie an Sauerstoff. Wir müssen wohl da nachlegen. Es ist insgesamt zu wenig Sauerstoff da. Hier, wo die Masken sind, haben wir das meiste Sauerstoff. Keiner weiß, warum das da gerade reinkommt. Ist hier irgendwas falsch gelaufen? Gasausgabe, alle. Nichts, nee, verschmutzter Sauerstoff soll da weg. Das passte schon. Verschmutzter filtert verschmutzten Sauerstoff. Lass uns mal gerade dann, wo ist das hier mit dem Overlay, Lüftungsoverlay machen. Also das läuft nach da, das ist schon mal richtig, ne? Der verschmutzte Sauerstoff läuft da durch, gut. Warum läuft hier jetzt nichts? Weil es voll ist mit Sauerstoff. Da müssten wir eigentlich schauen, dass wir jetzt den Sauerstoff mal auch dahin kriegen, wo wir ihn brauchen könnten, nämlich bei unseren ganzen Schlafzimmern, ne? Das sollten wir halt tun. Lüftungsrohre. Gasbrücke. Wäre jetzt erstmal zu drehen. Ne, O war das, ne? Ja. Würde ich jetzt erstmal so machen oder da? Ist eigentlich egal wo. Und dann nochmal seine Lüftung. Machen wir jetzt hier hoch. Und dann da rein. Okay. Da gerade abgespeichert, dass es nicht ging. Und da rein. Die beiden müssen weg. Den haben wir falsch gesetzt. Dann passt das. Und dann müssen wir jetzt hier Lüftung noch einen Auslass hinmachen. Und ja, da machen wir erstmal keinen hin. So. Und dann haben wir das schon angeschlossen? Ne, haben wir gar nicht angeschlossen, oder doch? Haben wir das angeschlossen? Ne, haben wir nicht angeschlossen. Okay, das ist verkehrt. Da haben wir auch so ein Teil gebaut, was wir Bauabbrechen machen, genau. Jetzt nochmal das Ganze für die Lüftung. Und mit. Ne, das ist das Richtige. So wird es jetzt richtig gebaut, oder? Und die sind mal fix dabei. So,
So, was wir definitiv dann machen könnten, vielleicht klappt das dann da auch mit, luftdurchlässiger Ziegel hierhin, hierhin, dahin, 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 dorthin, 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 dorthin. Passt. Hier lassen wir erstmal weg. Hier können wir gerade noch was einstellen. Kamill. Verbesserte Stärke. Schweres Graben. Ne, ich glaube, Graben brauchen wir gerade keinen. Machen wir da. Frankie. Hat die Herzen hier. Ja, ich glaube, Frankie machen wir da. Und Travolor kann erstmal die verbesserte Tragfähigkeit machen. Der war ja auch noch neu bei uns, ne? So, Cappy kriegt er auch auf. Läuft. So, gut. Die sind schon kräftig am Bauen hier mit dem Sauerstoffleitung, ne? Da können wir gleich schon gucken hier. Ich glaube, dieses hier. Machen wir mal gerade auf 9, dann wird die als erstes gebaut, weil dann könnte das ja hier als erstes fertig werden mit den Leitungen da, oder? Gut, das fertig. Nichts zerlegen. Aber wird schon gemacht, das passt schon. Die werden hier schon fertig werden. Was machen unsere Puffs? Die sind jetzt hier erstmal eingesperrt. Das bedeutet, zerlegen wir jetzt diese pneumatische Tür. Weil die brauchen wir jetzt nicht mehr, weil die andere da ist. Das ist auch eine Automatiktür. Das ist schon mal gut. Dann können wir auch diesen Ziegel hier zerlegen. Weil den brauchen wir genauso wenig, ne? Ja, dauert wohl länger. Und hier ist noch nichts passiert mit Ausgrabung. Gut, der Ziegel da oben ist schon weg. Sehr gut. Können wir zerlegen. Können wir auch zerlegen. Ah, jetzt geht die Dingens schnell auf. Sehr gut. Das passt erstmal hier. Und das läuft auch gut. So. Da der Raum ja auch zu ist, können wir eigentlich, ja, lass erstmal da unten fertig werden. Außerhalb vom Stall. Was denn jetzt außerhalb vom Stall? Dieses Gebäude muss innerhalb eines Stalls gebaut werden, um die Folgefunktion zu erhalten. Öffne das Raumoverlay F11, um den Raumstatus anzuzeigen. Wo haben wir da ein Problem mit dem Stall? Hier ist irgendwie der Strom gerade knapp, ne? Dass die Tür so langsam auf und zu geht. Da müssen wir noch mal gucken. Da steht außerhalb vom Stall, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn hier außerhalb vom Stall? Konnten wir hier. Stall, 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 Stall da. Pflegestation, minimaler Größe 12 Felder, maximaler Größe 96 Felder. Anforderung: Pflegestation. Steht aber nicht drin, dass da irgendwer. 4. Fünfzig. Ich muss das nochmal hier machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sind 40. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da sind 80, 84, 88,
92, 96. Eigentlich müsste es groß genug sein, oder? Ah, wegen diesen zwei Feldern vielleicht. Ich schätze mal gleich, wenn der hier gebaut ist, dieser Ziegel, lass uns den mal gerade auf 9 machen, dann müsste das eigentlich schon wieder passend sein. Würde ich jetzt mal sagen. Der wird jetzt schnell gebaut. Ich hoffe, die Person, die da gerade hinläuft, die Nisbet, macht das. Ah, Nisbet baut natürlich noch einen ab, ne? Ist ja super geil, oder? Okay. Nisbet müsste aber den Stein da drüber vor allem noch machen. Ah, da kommt jetzt ein Kollege an, Frankie. Nee, doch nicht, oder? Müssen wir gleich gucken, ob das passt. Sind sie zu zweit? Ah, der untere Stein ist fertig. Und jetzt lass den oberen auch noch fertig werden. Dann müsste es eigentlich hier das Symbol weggehen, oder? Dann sollte das passen. Nicht, dass jetzt unten gerade einer einen abreißt. Ja, passt. Kommen wir also hin. Sollte funktionieren. Jetzt kommt vielleicht gleich das Normal, weil da der Ziegel weggemacht werden. Das ist aber nicht so schlimm. Okay, das ist die Größe. Passt dann halt. Wir können gerade noch das Ausgraben-Tool hier weiterverwenden. Das kann auch noch weg. Und dann können da ein paar runter. Müssen wir mal gucken, wie wir das schaffen, ne? Okay. Was ist denn hier eigentlich immer voll? Lager nicht erreichbar. Für nährstoffreiche Erde. Lager war da unten. Organisch war das, nährstoffreiche Erde, oder? Ne, verschmutzte Erde war da. Rohmaterialien. Sind es auch nicht. Fällt aber doch nur Sand, ne? Genau. Ne, wo sind denn jetzt hier die nährstoffreiche Erde? Geht das jetzt? Ja, geht jetzt. Okay. Geht da rein. Dann mach das mal. So. Hier sieht es erstmal gut aus, glaube ich. Ja, hier müssen wir fix arbeiten dann, ne? Diese Chlorgaswolke müssen wir irgendwie loswerden. Aber hier muss doch irgendwo, wenn hier Chlorgas ist, auch so ein Ding entstehen. Wie heißt es? So ein Geysir oder so. Aber ich sehe keinen. Da ist er hier im dunklen Bereich noch. Salzwasser ist da. Ne, sieht erstmal nicht so aus, dass da was ist. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Das wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Sind wir da schon weiter? Ne, nicht wirklich. Ah, hier haben sie schon mal was gemacht, ne? Aber der Ziegel hier ist ja wohl ein bisschen falsch geworden, ne? Den hätten wir vielleicht dämmen müssen. Ist hier Wasser runter? Ja. Aber hier haben wir so ein bisschen was gebaut, dass das nichts Schlimmes passieren kann, ne? Dann geht das erstmal. So, die sind alle am Pennen, das ist schon mal gut. Und ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.